Wow. Das ist doch nicht etwa... Doch, das ist er. Okay, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Achso, ich bin doch mit dem Kopf nach oben. Sehr schön. Boot. Yay, es hat mich jemand gerettet. Shorty, Shorty, wach auf, Shorty. Okay, tiefe Stimme nehme ich lieber. Komm zu dir, Shorty. Komm zu dir, Shorty. Wow, ich bin auf einem Schiff mit einem schönen Kopf vorne dran. Doch wo ist die Person, die mich gerettet hat? Bist du wieder bei Bewusstsein? Was? Wow, schwerer vom Begriff, als ich dachte. Ja, ich kann auch lachen. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leonenkönig. King of the Red Lions. Okay. Rote Leonenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Shorty, ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Also ja, ihr habt es richtig gesehen, Freunde, das war Ganondorf. Er hat sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in einer finsteren Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende. Es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Shorty, hast du noch immer ernsthaft vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Verstehe. Frame Drops. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, dass du Frame Drops hast. Sorry Leute, bis gleich. Ja, und weiter geht's. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Luft holen. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazierenden Quest erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir so peinlich. Ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Wir brauchen Segel. Okay, also im Grunde, wir müssen jetzt ein Segel auftreiben auf dieser Insel. Ich muss Luft holen. Okay.
bla 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 bla. Das heißt im Grunde, wir müssen jetzt diese Insel einmal absuchen und wie gesagt, ein Segel finden, ein Segel zusammenbauen. Bla 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 bla, ja, wir wollen keinen Landurlaub da machen. Gut. Aber im Grunde möchte ich jetzt Schluss machen, weil ich müsste mir das Ganze wieder weiter durchlesen. Ich kenne mich schon etwas aus, ich weiß, was ich jetzt tun könnte auf Portemonnaie. Aber ich möchte es mir trotzdem noch sicherheitshalber durchlesen. Nicht, dass dasselbe Problem wieder passiert wie letztens, dass ich wieder zurückgehen musste und mir extra diese Sachen, diese Früchte etc. holen musste. Das heißt, im Grunde danke Leute fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier keine Frame-Drops mehr haben. Bis dann, Leute!